Wenn du Investor bei Mintos bist, dann hast du sicherlich schon mal vom Sekundärmarkt gehört. Aber was bedeutet es eigentlich hier erfolgreich ein- bzw. zu verkaufen? Denn schließlich macht der Sekundärmarkt 8% des gehandelten Volumens bei Mintos aus. Aber wie kann man hier eigentlich konkret vorgehen, um erfolgreich zu investieren? Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Northern Finance. Mein Name ist Alex. Im letzten Video haben wir von der Yield to Maturity gesprochen und wie man anhand dieser Kennziffer einen Discount bzw. ein Premium für sich einrichten kann. Dieses Video habe ich dir unten inklusive der Erklärung zu dieser Grafik in der Infobox verlinkt. Der Sekundärmarkt auf Mintos wird immer und immer größer. Insgesamt wurden jetzt 8,64 Millionen Euro hier umgesetzt und davon circa 1,322 Millionen im Dezember diesen Jahres. Und es gab für das Ganze mal bis vor 2 Monaten eine einprozentige Secondary Market Fee. Die wurde aber mittlerweile gestrichen, was auch zu diesem Anstieg in den letzten Monaten geführt hat. Aber nicht nur das, sondern die Aktion von Mintos bis zu 5% Cashback zu geben. Wenn du daran interessiert bist, habe ich dir auch hier in der Infobox mein Video dazu verlinkt. Ansonsten, wenn wir uns hier die Grafik anschauen, sehen wir, dass ein Discount Sinn machen kann. Dazu nochmal das Yield to Maturity Video unten in der Infobox. Aber man kann auch anders auf dem Sekundärmarkt vorgehen, nämlich durch Arbitrage. Denn wenn wir uns hier das Ganze mal anschauen, können wir einen beliebigen Kredit auf dem Primärmarkt für ursprünglich 100% kaufen. Das heißt, wir kaufen den Kredit zum Nennwert, egal wie hoch die Summe ist. Die kann bei 500 oder auch nur bei 25 Euro liegen. Dann halten wir den ganzen Kredit 5 Tage und in diesem Beispiel verkaufen wir ihn nach der Haltedauer von 5 Tagen für 100,4%. Und diese 100,4% wenden wir dann einfach auf unseren Betrag von 25 bis 500 Euro oder wie viel auch immer an. Und wenn wir das ganze Jahr über durch einen Bot machen würden, dann hätten wir am Ende eine Rendite von unglaublichen 33% pro Jahr, allein dadurch, dass man hier diese 0,4% mehr verlangt und auch bekommt nach 5 Tagen, wenn man das durchgängig macht. Und dieses Beispiel soll dir nur verdeutlichen, wie lohnend der Sekundärmarkt sein kann und wie du auch in gewissen Situationen, wie der oben hier auf der Slide eingeblendet, deine Rendite erhöhen kannst bzw. dein Risiko mindern kannst. Und um das Ganze jetzt nochmal live an ein paar Beispielen festzumachen, gebe ich jetzt ab. Ja, und sobald wir hier auf den Sekundärmarkt gehen, sehen wir erstmal ein paar unterschiedliche Darlehenstypen, hier von Factoring über Geschäft zu einem Autokredit. Und die Yield to Maturity ist mit 1000% übertrieben hoch und das liegt daran, dass der Status hier von dem Ganzen ausgefallen ist. Selbst hier bei 60 Tage Verzug, was quasi schon für ausgefallen steht, sind es 1000%. Schauen wir uns aber mal 2 Kredite etwas genauer an. Da habe ich schon etwas vorbereitet. Und zwar haben wir hier einen Autokredit über insgesamt 3.676 Euro und davon sind 3.570 noch nicht zurückgezahlt. Loan-to-Value, wie wir hier sehen, sehr hoch. Dafür auch nochmal im letzten Video, was unten in der Infobox verlinkt ist, schauen, was das genau ist, wenn man es nicht weiß. Und hier ist eigentlich mit am interessantesten, wenn wir auf Aufgliederung der Investitionen gehen, sehen wir, dass hier von einem Rabatt oder Discount von 55% bis 0,5% alles dabei ist. Und das alles für denselben Kredit. Wie wir hier sehen, ist also der Markt für Privatkredite noch komplett anders als für Anleihen, denn hier pendeln die sich dann, also wenn das Anleihen wären, irgendwo bei um die 50% ein, während hier das alles wild verstreut ist. Und wenn man jetzt in sowas tatsächlich investieren möchte, macht natürlich der Rabatt mit 55% hier am meisten Sinn, auch wenn der mit 36 Euro vielleicht am höchsten sein könnte, wenn man dann eher das Risiko auf viele solcher ja, ausgefallenen Kredite setzen möchte, dann geht man doch eher auf hier die 9,43 Euro. Und genauso verläuft es bei dem
anderen Kredit, den ich hier aufgemacht habe, auch ein Autokredit. Und hier sehen wir auch, hier geht alles von minus 22 bis minus 1%. Und dann ist natürlich klar, dass man bei so einem geringen Preis und so einem großen Discount natürlich in den ersten hier gehen sollte, wenn man das denn möchte. Ja, so viel dazu. Und wenn wir jetzt zurück auf den Sekundärmarkt gehen, müssen wir aber nicht nur auf diese ausgefallenen Kredite gehen, sondern wir können auch Folgendes machen. Wir können auch hier runtergehen und dann LTV noch festlegen oder, was noch viel interessanter ist, hier den Status und zwar 1 bis 15 Tage Verzug. Da wird meistens gar kein Discount gegeben, wie man hier an diesen grauen Zahlen sieht, 0,0 oder hier 1,5. Was sehr selten ist, dass es eine Rückkaufgarantie gibt und gleichzeitig Discount gewährt wird. Hier wird man dann einfach für das Risiko entschädigt, das man eingeht. Hier zum Beispiel gibt es keine Rückkaufgarantie, wie man hier erkennen kann. Und deswegen sind hier bereits 1,5% Rabatt mit drin. Schauen wir uns die Hypothek doch mal genauer an. Wir sehen, das ist ein ziemlich, ziemlich großes Projekt. 86.000 Euro. Und was mir direkt kritisch ins Auge springen würde, wäre der Loan-to-Value von 103%. Heißt, hier wurden 3% mehr an Kreditsumme ausgegeben, als das Haus in dem Fall, weil es eine Hypothek ist, wert ist. Ich würde das als sehr kritisch einschätzen, aber man kann ja trotzdem reingehen. Gehen wir mal hier auf den Zahlungsplan und wie wir sehen, die erste Zahlung war am 15.12. fällig und die befindet sich im Verzug. Es wurde also noch überhaupt gar nichts gezahlt. Ja. Was man hier natürlich machen kann, ist darauf spekulieren, dass dieses ganze Ding vielleicht doch etwas mehr wert ist. Man kann leider nicht auf die Bilder klicken, um sich das noch genauer anzuschauen. Aber das ist natürlich hier ein Risiko, das man eingehen kann für 103%. Und dann gibt es hier den einen Anteil zu verkaufen. Genau, mit minus 1,5%. Und der minus 1,0% macht natürlich keinen Sinn. Manche verkaufen es auch ohne jeglichen Rabatt oder Premium. Das ist dann natürlich nicht interessant. Ja, also hier könnte man rein investieren zu 14,78 € und würde dann quasi zu 98,5% das Ganze kaufen. Und das schraubt natürlich dann auch unser, ja, wo haben wir es? Unser Yield to Maturity hoch. Das wird jetzt hier leider nicht angegeben, aber es schraubt unser Yield to Maturity entscheidend hoch. Und jetzt zurück nochmal. Ja, und wie du siehst, kann der Sekundärmarkt auf Mintos vieles sein. Er kann sich sehr für einen lohnen. Es gibt teilweise Projekte, bei denen mehr als 50% Discount gewährt wird von einem Investor, während der andere nur 0,5 geben kann. Du siehst also, man muss sich hier erstmal reinfuchsen, um das Ganze zu verstehen und um weiterhin bei Privatkrediten immer auf dem Laufenden zu bleiben. Abonniere uns doch und wenn dir das Video gefallen hat, lass uns einen Daumen nach oben da. Außerdem siehst du hier unsere letzten Videos und unsere Empfehlungen für dich.